Hallo und willkommen bei der Alpenrevue. Das Jahr 1976 markierte den Beginn einer wiederkehrenden Reihe aus Aufnahmesessions zwischen dem britischen Soundguru Brian Eno und der deutschen Band Harmonia respektive Cluster. Cluster und Harmonia waren fast dieselbe Band. Der Unterschied bestand in dem Gitarristen Michael Rother von der Gruppe Neu. Harmonia war sozusagen Cluster plus Rother. Brian Eno hat bei mehreren Anlässen Harmonia als eine der einflussreichsten und wichtigsten Bands der Neuzeit bezeichnet. Das mochte man für eine Schwärmerei halten, bedingt dadurch, dass Eno für sich das Image eines Avantgardisten und Klangforschers erschuf, und da erwartete man eben, dass er wenig bekannte Bands nannte, wenn man ihn nach seinen Vorbildern und seiner Lieblingsmusik fragte. Doch Eno hatte sich bereits 1974 bei Harmonia während eines Konzerts in Hamburg auf die Bühne gedrängt und mitgespielt. Er verfolgte damals die Musik der deutschen experimentellen und psychedelischen Bands sehr genau und wurde bei mehreren Anlässen als ein ehrenamtlicher Krautrocker bezeichnet. Schon damals, in 1974, schlug er vor, gemeinsam etwas aufzunehmen, was von Harmonia bereitwillig erwidert wurde. Es vergingen jedoch 2 Jahre. Harmonia hatte zwischenzeitlich 2 LPs aufgenommen und befand sich im Zerfall. Da rief Brian Eno an und fragte, ob es denn nun passen würde. "Wir haben uns gerade aufgelöst", war die Antwort. "Aber wir können trotzdem etwas versuchen." Die 3 Musiker, Rodelius, Möbius und Rother, kamen also erneut zusammen, eigentlich nur, um Eno einen Gefallen zu erweisen. Brian Eno suchte also Harmonia auf in ihrem bandeigenen Tonstudio in Bevern im Landkreis Holzminden, das ist in Niedersachsen. Später haben Michael Rother wie auch Hans-Joachim Rodelius geschildert, dass der berühmte Eno keineswegs wie ein egozentrischer Star in Erscheinung trat. Die Zusammenarbeit mit Harmonia hatte auf Augenhöhe und im gegenseitigen Respekt stattgefunden. Eno hat die Aufnahmearbeit also nicht dominiert. Dennoch ist seine Handschrift in den vorhandenen Ergebnissen unüberhörbar. Gerade bei Tracks wie Sometimes in Autumn wird bereits ein stilistischer Pfad gerodet, an dessen Ende später ein Album wie Ambient 4 online stehen soll. Da spürt man also bereits die Entwürfe zu einem Stil, der schon bald im Mittelpunkt von Brian Enos Aufmerksamkeit stehen sollte. Die dabei erstellten Aufnahmen verschwanden 1976 in Brian Enos Archiv. Weshalb sie damals nicht veröffentlicht wurden, erscheint heute etwas unklar, doch es mutet an, als ob es Eno vor allem darum gegangen war, mit Harmonia Musik aufzunehmen. Die Publikation selbst war ihm zu diesem Zeitpunkt nicht so wichtig. Dies ist ein wenig nachvollziehbarer Punkt. Brian Eno war zu diesem Zeitpunkt derart produktiv und so sehr gefragt, er erschien damals jedes Jahr auf mindestens 5 bedeutenden Alben, sei es als Gastmusiker oder als Produzent. Somit ist es möglich, dass er einfach nie dazu kam, das alte Harmonia-Material jemals wieder genauer anzuhören. Nur kurz nach diesen Aufnahmesessions bei Holzminden zog Eno weiter nach Berlin, um mit David Bowie das legendäre Album Low aufzunehmen. Immerhin hatten die anderen 3 Teilnehmer Kopien der 4-Spurbänder gezogen. Die Musik verschwand dann für viele Jahre in privaten Archiven. Für Eno waren die Bänder bereits in den 80er Jahren de facto verschollen. Doch Hans-Joachim Rodelius hatte Ende der 90er Jahre seine eigene Kopie der Aufnahmen wiederentdeckt und begonnen, diese in einem Tonstudio zu restaurieren und zu remastern. Das kann man gut nachvollziehen, denn Brian Eno war zu diesem Zeitpunkt bereits diese stratosphärische Legende, und auf einem gänzlich unbekannten Eno-Album zu sitzen und es nicht herauszubringen, das verbietet sich einfach. So kam das nachträgliche Album Tracks and Traces heraus. Die anderen 2 Mitglieder von Harmonia, Möbius und Rother, kamen sich dabei ein wenig übergangen vor, was zu gewisser Reibung führte. Doch sie mussten im Nachhinein gestehen, dass Rodelius' Remastering sehr gelungen war. Das Album erschien als CD 1997. Über 10 Jahre später sollte dieses Album eine erneute Wiederveröffentlichung erfahren. Diesmal war Michael Rother hier die treibende Kraft, denn auf seiner Kopie der Masterbänder befanden sich gut 27 Themen und Fragmente, die auf der CD von 97 keine Verwendung fanden, vermutlich weil Rodelius sie unter seinen Bändern gar nicht besaß. Das ist also richtige Soundarchäologie, die hier stattfindet.
Michael Rothe hatte begonnen, die Spuren auszuwerten und ebenfalls zu konsolidieren und zu remastern, sodass auf diese Weise noch drei weitere Tracks entstanden waren. 2009 brachte das Grönland-Label das Album neu heraus, nun wohl in seiner endgültigen Version. So beginnt die Platte nun mit dem Stück Welcome, einer geradezu lieblichen Musik. Doch schon das nächste Stück, Atmosphere, ist ein früher Experimentaltrack, der recht faszinierend die Trance-Musik vorwegnimmt, die erst 20 Jahre später in Erscheinung treten sollte. Auch diese Nummer stammt aus der 2009-Restaurierung und ist somit erst seit einigen Jahren überhaupt bekannt. Ein Highlight auf dieser LP ist sicherlich das dritte Lied, Vamos Compañeros, das sich wie eine Dampflokomotive seinen Weg durch das Gehör bahnt. Das Stück By the Riverside zeigt Spuren des typischen Eno-Treatments mit charmanten Naturgeräuschen, die sich mit einer kargen Klangcollage vermengen. Sicherlich kann man viele der Aufnahmen als Entwürfe oder Fragmente bezeichnen. Doch finde ich es schwer, hier eine Abgrenzung zu anderen Brian Eno-Platten zu finden, wie zum Beispiel Music for Films. Eno hatte sehr oft Platten herausgebracht, die sehr nackte Tracks besitzen, die mehr eine Art Fragmente sind, eben nur Themen. Somit finde ich die Tatsache, dass dieses Album hier quasi in irgendeiner Form unvollendet sein soll, nicht störend. Ich finde es nicht mal nachvollziehbar, denn die Stücke sind zwar sehr luftig und manchmal geradezu minimalistisch, doch das war bei Eno, aber auch bei Cluster häufig ein Teil des Programms. Das Stück Lüneburg Heath, auf Deutsch Lüneburger Heide, ist die einzige Nummer auf diesem Album, die Gesang hat, wobei es sich hier nur um eine einzige Zeile handelt. Eno singt hier Don't Get Lost on Lüneburg Heath. Das ist der ganze Text. Die Stücke auf diesem Album haben eine unaufdringliche Qualität, die aber auch etwas Traumartiges besitzt. Das gilt gerade für die Komposition Sometimes in Autumn, die fast 16 Minuten lang ist und sich in der Tat wie ein akustischer Traum anfühlt. Der Sound dieses Doppelalbums hat auch eine leichte Schwermut, die großartig von den charakteristischen Synth-Sounds der mittleren 70er heraufbeschworen wird. Das wundervolle Stück Almost ist ein weiteres Beispiel für die traumartige Atmosphäre, die diese überwiegend sehr leise auftretende Doppelscheibe durchdringt. Die Musik hat auch keine zu feste oder konkrete Kontur. Sie ist dafür zu fragmentarisch. Die Ideen sind spontan und geben mehr ein gemeinsames Gefühl wieder als ein konkretes Genre. Mangels besserer Wortwahl kann man hier von einem verträumten, leicht verspielten Krautrock sprechen. Das wird gerade bei dem neckischen Stück Les Demoiselles deutlich. Das vorletzte Stück, Trace, das nur 1,5 Minuten lang ist, ist ein weiteres Beispiel für die faszinierende Atmosphäre dieses Albums und besticht mit einer kurz angebundenen Anspannung. Das Album endet schließlich mit Obad, das wie bereits schon der Eröffnungstrack Welcome eine gut gelaunte Arabeske ist und einen geradezu romantischen Ausklang bietet. Für einen Augenblick kann man innehalten und sich erneut vergewissern, dass Musik das größte Abenteuer des menschlichen Geistes ist. Das Grönland-Label hatte zu diesem Album einen großartigen Artikel publiziert, der interessante Details über die Entstehung dieser Platte preisgibt. Ich werde den Link natürlich in die Videobeschreibung unten einfügen. Vermutlich würde man dieses Album nicht als eine essentielle Anschaffung in einem Plattenschrank bezeichnen. Und doch ist es ein kleines, häufig übersehenes Juwel und ein sehr gelungener Beitrag zur frühen Ambient- und Elektronikmusik. Für mich ist es aber das Dokument einer ganz bestimmten Ära und das Zeugnis einer ungewöhnlichen Zusammenarbeit. Ich finde solche Platten großartig. Sie sind echte Studienobjekte und spannende Entdeckungsreisen jenseits der breit ausgetretenen Pop- und Rockstraßen. Ich gebe dieser Platte 4 Sterne. Dies ist eine reizvolle Expedition in die Welt des Proto-Ambient. Das Album besitzt eine ganz eigene Melancholie und hätte man es bereits 1976 veröffentlicht, wäre es ziemlich wegweisend gewesen. Das war Tracks and Traces von Brian Eno und Harmonia aus dem Jahr 1976 respektive 1997 respektive 2009.